Yo, du hast nicht ausgewählte Fähigkeiten, meine Königin. Du kannst sie in deiner Kammer einsehen. Darf ich jetzt reden? Meine Königin, ich kann deine Macht deutlich spüren. Deine Ultimativfähigkeiten sind erwacht. Oh yeah. Brutkapseln befördert Urzeck mit begrenzter Lebenszeit mittels Brutkapseln auf das Schlachtfeld. Enthalten 40 Zerklinge, 5 Schaben und 5 Hydras. Er schafft einen mächtigen fliegenden Leviathan, verursacht gewaltigen Schaden und verfügt über energiebasierte Fähigkeiten. Fügt im großen Bereich gegnerischen 100-300 Schaden, in gegnerischen Gebäuden 700 Schaden zu. Abklingzeit 300, Abklingzeit 300. Oh, ja, Mama, hier die Apokalypse. Ah, hier, hallo. Und wir machen eine kurze Folge, und zwar Evolutionsmission. Schwarmwirtgattung bereit für Anpassung. Ja, ja, mach du einfach mal eine Anpassung und dann. Ah, jetzt ist dieser scheiß Ladebildschirm natürlich wieder 26.795 Jahre da. Und ich finde den eigentlich ziemlich eklig, muss ich sagen, wenn ihr euch mal den Bildschirm anschaut. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön. Guckt ihn euch mal an. Aber und Planet Koksax 3, Neubabylon. Essenz im Gebiet der Liga gefunden. Einheimische flugfähige Spezies enthält Sequenzen für Schwarmwirtstrang. Essenz aus Nest erlangen. Ermöglicht Schwarmwirt-Erschaffung von fliegenden Schrecken. Und die Liga hat die perfekten Ziele zur Verfügung gestellt, um sie auf die Probe zu stellen. Oh, ist das Zucker. Ja, wir werden uns jetzt erstmal diese... Terranische Truppen versperren Weg. Eliminieren, um weiterzukommen. Kein Problem. Wir werden uns jetzt erstmal... Aber... Okay. Ach, die sind durch. Nee, ich will nicht angreifen. Ich will eigentlich raus aus meinem Versteck. Genau, dann kann ich die jetzt dann da angreifen, so wie ich das sehe, oder? Da müssten jetzt diese scheiß Termiten sein. Genau. Ich vergrab mich und zerlege das mal. Wenn man das denn hinkriegen sollte. Genau. Und jetzt mach mal das Nest kaputt. Super, und die Essenz gehört uns. So. Aasjäger erschafft flugfähige Schrecke. Leitet den Angriff ein. Grabt euch hier ein und legt das Nuklearsilo in Schutt und Asche. Oh, es ist Zucker. Mach mal alles hier putt. Ah, oh, es ist explodiert. Oh. Das erste Silo ist zerstört. Bewegung. Weiter zum zweiten Ziel. Jetzt. Es gibt noch ein zweites? Aha. Es ist mir jetzt aber neu. Na gut, aber wir werden beide erledigen. Das ist ja egal. Terranische Bodeneinheiten. Konflikt. Aasjägergattung einsetzen. Oh. Luftüberlegenheit. Machen wir die halt kaputt. Was? Der sieht uns? Oh, mach mal ein Putt. Oh, ich hätte fast meine Truppen verloren. Oh, Zucker hier, Zucker. Aber wir müssen das mal für den Swarmhost machen, dass man ihn unter der Erde nicht so sieht. Ist, glaube ich, fast sinnvoller als wie irgendwie... Naja. Zack. Boom. Boom. Nuklearsilos zerstört. Schwarminvasion kann ungehindert fortfahren. Naja. Bereite auf nächsten Test vor. Okay, Baby. Okay, Bitch. Okay, Bitch. Okay, Bitch. Planet
mit Ignus. Brutmutter kürzlich getötet. Brut in Gefahr. Lokaler Organismus. Aschenwurm. Zerstört Schwarmbrut. Gräbt sich durch Erdkruste. Entkommt schnell. Schwer zu fassen. Essenz nützlich für Verbesserung von Schwarmwirt. Sequenzen aneignen. Na klar, das werden wir doch glatt lösen, das Problemchen. Wofür auch immer dieser Crawler nützlich sein soll. Der Aschenwurm leitet den Angriff ein. Ja, wir werden ihn uns schon holen. Ja, greif mal an. Mach dir mal hier schön, gib dir mal, besorgst dem schön ins Gesicht, aber... Wurmorganismus hat sich in Erdkruste vergraben. Ja. An neuen Ort geflohen. Und zwar? Zur Strecke bringen. Wahrscheinlich irgendwo darunter. Ja, da ist er ja auch schon. Da werden wir ihn rausfischen. Aber machen wir hier schön einen auf Ding und so, ne? Machen wir ihn kaputt. Das müsste es gewesen sein für ihn dieses Mal. Ja. Ach, nichts. Nicht zu fassen. Essenz erhalten. Oh yeah. Verwebe Eigenschaft in Schwarmwirtstrang. Was ist jetzt? Gattung Tunnelgräber. Gräbt sich durch Planetenkruste. Taucht an beliebigem Ort wieder auf. Okay. Brutstätte wird angegriffen. Tiefes Graben von Schwarmwirten verwenden. Schwarmcluster verteidigen. Und den kann ich hier raustunneln, oder was? Geil. Oh. Geil. Das ist ja mal richtig tight. Oh, das ist ja echt eine geile Sache. Sekundärer Schwarmcluster wird angegriffen. Verteidigen. Ja. Tchuh. Geil. Also dann, also wenn das wirklich so geil ist, wie es da beschrieben ist, dann spiele ich nur noch Swarm Host ab jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Alter, das ist echt tight. Schwarmcluster erfolgreich verteidigt. Liga vernichtet. Muss Schwarmwirt-Sequenzen für Integration vorbereiten. Kehre in Evolutionsgrube zurück. Ja, mach das aber, tu, aber es ist eigentlich ziemlich klar, was wir wählen. Sequenzen wir wählen diesen Tieftunnelgräber da. Weil dann können wir nämlich mit Swarmhouse gleichzeitig angreifen und neben... Swarmhouse-Smooter. Oh, was ist denn das für eine Zuckereinheit? Mischung und dann auch noch Bloodlords dazu mischen. Das ist schon traumhaft. Das ist schon hier ein Traum, ne? Aber jetzt sprechen wir erstmal noch mit der Hyperion, bevor wir weiterreisen. Jim geht es gut. Er ist auf der Krankenstation. Aber ich denke nicht, dass er mit irgendjemandem... Ich bin hier, um mit dir zu sprechen, Valerian. Du weißt, dass ich jetzt nach Korall aufbreche. Ja, sie planen, meinen Vater zu töten. Darauf warte ich schon lange. Ich muss wissen, auf wessen Seite du stehst. Auf der Seite meines Volkes. Ich weiß, dass mein Vater verloren ist. Er muss von seinem Posten entfernt werden. Ich bin froh, dass wir uns verstehen. Ja. Ja, wobei, komm, die Reise, die... Informiere die Brutmütter. Der Schwarm fällt auf Korall ein. Endlich bezahlt Mengsk für seine Verbrechen. Wir reisen mal dahin. Noch in dieser Folge, damit es nicht zu kurz wird. Brücke der Hyperion, 10.44 Uhr. Ich gehe nach Korall. Es wird Zeit. Warum erzählen Sie uns das, Kerrigan? Es wird Chaos herrschen, Zerstörung. Millionen könnten dabei sterben. Valerian, dein Volk braucht einen Anführer. Sie haben recht, Kerrigan. Wenn ich dieser Anführer sein soll, bitte ich Sie nur um eine Sache.
Landen Sie mit Ihrem Schwarm vor der Stadt. Dann haben wir genug Zeit zum Evakuieren. Korhal wird wohl die schwierigste Schlacht meines Lebens. Und du willst, dass ich es mir noch schwerer mache? Exakt. Ich habe dich falsch eingeschätzt, Valerian. Du bist nicht wie dein Vater. Du bekommst deine Chance. Nutze sie. Ganz lieb und nett von der Kerrigan, also so, ja, ist ja so wie man sie kennt natürlich. Ach, du bist ja gar nicht so wie dein Vater, Valerian. Der Apfel fällt doch weiter weg vom... Also, oh. Der Leviathan, eine ganz große Sache. Nicht nur einer, mehrere. In welchem befinden wir uns jetzt? Das ist die große Frage. In dem, ja, das wusste ich. Natürlich. Aber... wie es weitergeht, meine Friends, das erfahrt ihr nach diesen Gesprächen und dann in der nächsten Folge. Meine Königin, der Schwarm hat sich über Korhal versammelt. Die Brutmütter erwarten deinen Befehl. Weise sie an, im Orbit zu bleiben, außerhalb der Reichweite der orbitalen Geschütze. Flotten der Liga bewegen sich auf unsere Position zu. Terranische Truppen treffen aus dem gesamten Sektor ein. Brutmutter Kilyssa, lass deine Leviathane eine Blockade bilden. Vernichte alles, was ins System eindringt. Nichts wird uns aufhalten. Korhal ist mein. Das ist natürlich eine krasse Invasion. Ich kann eine starke Frequenz spüren, die vom Palast in Augustgrad ausgeht. Ja, ich spüre es auch. Ich höre... Streitkräfte der Liga. Hier spricht Imperator Mengst. Korhal wird vom Schwarm angegriffen. Unser Waffenlabor wurde zerstört. Unsere Verteidigung ausgeschaltet. An jede Flotte, die mich hören kann. Geh jetzt zurück nach Korhal. Das Zentrum der Menschheit wird angegriffen. Verteidigt eure Heimat. Wie eine Maus in der Falle. Was, Arcturus? Wie eine kleine Muschi. Naja, gut, Zagara. Ich habe noch nie so viele Terraner gesehen. Sie ziehen alle Einheiten zurück, um diese Welt zu verteidigen. Ihre Orbitalverteidigung wird Millionen von uns töten, bevor wir überhaupt den Boden erreichen. Die Terraner haben keine Chance. Wir sind zahllos. Wir sind der Schwarm. Ja, Leute, und hiermit beende ich diese Folge. Bis zum nächsten Mal, zur vielleicht letzten Folge. Chosen.